Beige, die Farbe des Horrors, die Farbe der Hölle, will ich fast schon behaupten. Daisy ist hier gerade, keine Ahnung, hier mit den Beige Moms unterwegs. Toxische Beige Moms. Toxische Beige Moms. Ey, viel geiler. Dankeschön für den Raid mit 78 Personen. Der optimale Zeitpunkt. Ich kann mich kaum bedanken, weil wir sind direkt drin im Video. Wow, bin ich gut vorbereitet. Geht schon. Eltern früher oft so aussahen. Philipp, dankeschön. Heutzutage vor allem. Ey, by the way, das war ein Vibe, aber es ist mir viel zu voll. Aber ich habe das Gefühl, das wird mir auch passieren, wenn ich irgendwann mal, egal wie viel Platz du in deinem Haus/Wohnung hast, irgendwann mal füllst du es. Sowas angestrebt. Destiny, dankeschön. Und ja, Leute, auch ich lebe in einer minimalistischen, komplett beigen Einzimmerwohnung. Doch genau diese Minimalismusbewegung fängt an, ihre Schattenseiten zu zeigen. Denn aus dieser Bewegung entsteht derzeit ein Ästhetiktrend. Ja, aber es ist halt schön, ne? Also ich weiß, dass viele Leute das nicht mögen oder dass viele, pass auf, was viele Leute nicht mögen, sind Häuser, moderne Häuser, solche Häuserblocks, weißt du, das ist einfach so ein weißer Block und so ein Block und dann daneben noch so eine Garage, so bam, und dann ist einfach so, als wäre das so reingechiselt in irgendwie Marmor, so wie SpongeBob, ne? Das sagen dann Leute oftmals, das sieht irgendwie nicht gut aus oder das passt halt auch nicht zur Umgebung, das kann auch passieren natürlich, wenn es nicht zur Umgebung passt. Ich finde sowas cool, ich mag cleanen Minen-Style, auch hier bei den Wohnungen und sowas. Ich finde, das sieht sehr, sehr nice aus. Allerdings, man muss halt nicht übertreiben. Aber ich finde, das sieht jetzt nicht übertrieben aus. All das sieht aus wie Saschkas Zimmer. Schwör bei Gott, das könnte einfach in Saschkas Wohnung sein, eins von diesen Zimmern. Wir wissen es einfach nicht. Schau, da unten, da ist das Bett, da steht Pflanzi und so. Der zwar perfekt für Instagram und Pinterest ist, aber wo Partner und Kinder in einer farblosen Welt voll mit Was ist das? Bell- und Beige-Tönen aufwachsen. Und wo die Instagram-Ästhetik wichtiger ist als das eigene Wohl der Familie. Lasst uns eintauchen in die dunkle Seite von Minimalismus und den Sad. Oh mein Gott, das sieht unbequem aus. Wow, wow. Jo, setz dich mal auf meinen Block. What the fuck ist das, Bruder? Das sieht einfach aus, als hättest du noch keine Textur freigeschaltet. Was ist das für ein Gemälde? Bro. Das sieht scheiße aus. Ah, das war Kim Kardashian. Beige Moms. Okay. Willst du in so einem Raum leben? Nicht unbedingt, nee. Denn in Zeiten, wo man immer mehr kaufen kann, sei es durch den Aufstieg von Fast Fashion Brands wie Shein oder Primark oder auch durch Online-Shopping, wo man mit nur einem Klick alle möglichen China-Gadgets bis zu seiner Haustür lassen kann, häufen sich einfach dadurch immer mehr Dinge zu Hause an. Und diese Dinge brauchen Platz. Also brauchst du noch mehr Schränke, noch mehr Stauraum und noch mehr Räume. Also mietest du dir einen Lagerraum an, weil du weißt nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Oder du mietest dir eine größere Wohnung an. Und eine größere Wohnung bedeutet auch meistens höhere Mieten. Also musst du noch mehr arbeiten, damit du deine größere Wohnung und die ganzen Sachen, die du dir kaufst, auch leisten kannst. Und genau beim Peak des Konsums, wo wir nicht mehr wissen, wohin mit unseren ganzen Sachen, kommt eine Bewegung ins Spiel, die dem Konsumrausch den Kampf. Ja, okay, aber sei mal nicht böse. Was ist denn das? Wohin mit unseren. Was ist das? Was? Was? Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Britannica? Was ist das? Du hast 150 fucking 1000 Bücher über Britannica? Ich weiß nicht, was das ist. Sie hat einen Pooltable irgendwo in ihrem Haus. Du hast keinen Platz zum Durchgehen. Warum hast du ein Pooltable? In ganzen Sachen kommt eine Bewegung ins Spiel, die dem Konsumrausch den Kampf ansagt. Nämlich Minimalismus. Lexika, okay. Und dabei okay. Gibt es keine Faustformel, weil ich sehe Minimalismus wie ein Spektrum, wo es natürlich so extreme Minimalisten gibt, die so 100 Sachen besitzen. Oder eben Leute wie mich. Aber basically geht es darum, Dinge, die für einen nicht wertstiftend sind, loszuwerden. Also unnötige Deko, die nur einstoppt, weg damit. Bücher, die man seit Jahren nicht mehr gelesen hat, weg damit. Okay, was könnte ich aus meinem Studio entfernen? Jetzt, eiskalt. Theoretisch das Holy-Schild, aber ich mag das, weil ich finde, es sieht dope aus und sowas. Die Couch ist irgendwie essentiell, die kann man nicht wirklich entfernen. Man könnte die Dinger hier weggeben, die beiden Dinger. Ich könnte sie da oben hinhängen, das würde eigentlich besser aussehen, nur die Wand, die ist richtig fucking thick. Ich glaube gar nicht, dass es gehen würde. Ich weiß gar nicht, ob da ein Nagel überhaupt so reinpassen würde. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich zufrieden. Also es sieht nicht zu messy aus, oder? Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, was da drumherum und sowas halt passiert, ist jetzt nicht so wichtig, aber ja. Klamotten, die man seit Jahren nicht mehr trägt. Mich? Ihr seid's mir auch welche. Weg damit. Besonders bei Klamotten ein wird Shirt, man dann oft zu einem Cartoon-Character, der dann den Schrank.
Also jetzt fühle ich mich schon langsam persönlich angegriffen. Bombs aufmacht und nicht lange überlegen muss, weil eh überall das gleiche Outfit auf ihn wartet. Und im Minimalismus-Slang nennt man das Ganze Capsule Wardrobe. Na und? Ist praktisch. Das ist meine Minimalismus-Capsule Wardrobe mit 28 Kleidungsstücken. Und ja, wer meine Klamotten über die Jahre in Videos oder auf Events gesehen hat, so eine richtige Variation ist da jetzt nicht drin. Okay, ich rufe kurz Tom an, um meinen Punkt zu beweisen. Was trage ich immer bei Events und so? Du kriegst immer so einen schwarzen... Aber das sind schon, also der, was ist das? Ist es ein Rock oder ist es so das drunter? Auch die Jacke? Okay, Jacke ist essentiell. Was bräuchte ich for real? Ich bräuchte eine so Sommerjacke, eine Winterjacke. Fertig. Sagen wir zwei Pullover, falls da einer gerade in der Wäsche ist. Zack. Zwei Pullover. Gib mir von mir aus 6 T-Shirts. 6 T-Shirts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind 10. Und dann 5 Paar Unterhosen, 15, 5 Paar Socken, 20. Ich zähle jetzt nicht jede einzelne Socke. Ein Paar Schuhe. Weil ich habe immer noch, weißt du, ich habe meine löchrigen Vans. Was noch? Was zieht man noch an? Eh gar nichts, oder? Ist eigentlich okay so. Kurzen Rock. Also, was habe ich gesagt? Mit 21 Sachen könnte ich auskommen. 2 Paar Schuhe. YOLO, meine Mama hat es mir auch immer gesagt. Na und, bin ich jemals ausgerutscht im Winter? Ha, mit den Vans? Nein, weil die sind dafür ausgelegt. Und dazu trägst du deine schwarzen Stiefel? Ah, fix, Hosen. Ja, komm, 2 Hosen. Zwei kurze, 2 lange. Schwarze Strumpfhosen und dazu ein schwarzes Oberteil. Oder du trägst deine Plüschjacke. Ich kann literally der Kleiderschrank auswendig. Und ja, auch meine 36 Quadratmeter Einzimmerwohnung ist Teil vom Minimalismus. Denn mit dem Minimalismus kam auch der Tiny House Trend. Man fordert sich nämlich damit ein bisschen und fragt sich... Ja, ich glaube, da kam vor allem mit der Inflation. Wie viel Platz ist wirklich nötig? Und wenn man anfängt, sich die ganzen Fotos und Videos in dieser Bubble anzuschauen, dann kommt mit dem Minimalismus auch eine minimalistische Ästhetik, die das Ganze schön, clean, aber auch fancy aussehen lässt. Und mit der Minimalismusbewegung steigt auch der sehr minimalistische Scandi-Style-Trend, wo viel mit den Farben Weiß, Grau und Beige gearbeitet wird. Es ist vielleicht wirklich die Gegenbewegung zu dem, wie die meisten Boomer früher ihre Häuser eingerichtet haben, von dem wir wahrscheinlich optisch traumatisiert sind. Und diese minimalistische Scandi-Einrichtung ist auch einfach perfekt für Social Media. Ja, es sieht cool aus und so. Das Problem ist halt, es ist halt nicht wirklich lebens... komfortabel oder so. So, ich könnte jetzt nicht, stell dir vor, ich hätte einen Holy Shaker und ich müsste ihn kurz abstellen. Kannst du dir vorstellen, den Amigo, da drinnen, schon wie auffällig ich Werbung mache, da einfach so auf dem Tisch oder da liegt dann irgendwo ein Fidget Spinner am Boden oder sowas. Es wird halt irgendwie keinen Sinn machen. Außerdem, es sieht halt so, er hat sogar die Handtücher in der Farbe gekauft. Aber es ist halt auch bearbeitet, ne? Weil ich meine, du hast auch, es ist sicher bearbeitet, du hast auch nicht diesen Lichteinfall, also der Lichteinfall schon, aber nicht mehr diese Farbe oder so. Ich weiß nicht, es sieht alles zu beige aus. Ja, alles ist in Creme und Pastelltönen gehalten. Das sieht weird aus, da würde ich mich, das sieht weird aus. Warum kannst du da so nach hinten gehen? Nirgends steht irgendein Ramsch rum, alles ist farblich aufeinander abgestimmt. Ja, irgendwie schaut man sich diese Bilder an und es kehrt so ein bisschen Ruhe in einem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schaut man sich dann seine eigene Wohnung mit dem ganzen Ramsch überall an, dann will man nichts mehr, als alles wegzuschmeißen und auch sein Leben so im Griff zu haben, wie die Minimalisten es tun. Und bevor wir jetzt gleich zur toxischen Seite des Minimalismus kommen, kommen wir kurz zum heutigen Sponsor des Videos. Weil Minimalismus hin oder her, ich glaube, einer der Dinge, die selbst die größten Minimalisten unter uns brauchen, ist... Die Couch schaut auch, schaut okay aus. Nackt. Was ist, okay, nackt was? Warte, ich werde es gleich erfahren. Ganz kurz nochmal zur Kritik. Was ist das? Was ist das? Bruder, die ist in den Ikea gegangen und die hat ein Bild gesehen, wo das noch nicht bemalt war. Ein Bild, oder sie hat sich einfach die Leinwand gekauft. Bruder, sie ist reingegangen, sie hat sich einfach die Leinwand gekauft und hat sie aufgehangen. Das ist wack. Wer auch immer du bist, das ist wack. Wochen ist, na klar, Leute, schnelles Internet zu Hause. Okay, ich dachte, sie sagt wirklich irgendwas mit nackt. Komm. Damit ihr mit Highspeed-Internet zum Beispiel jetzt DMs streamen könnt oder Filme und Serien, dafür gibt es derzeit einen richtig guten Deal für alle, die unter 28 sind. Der mit dem Giga zu Hause 250 KB... Vodafone, schau dich an. Ich habe keine Ahnung, ob Vodafone gut ist oder nicht. Ich glaube, das gibt's auch nur in Deutschland, oder? Ich denke schon. Aber Nieren? Ach so,
Ich dachte, hier kann man Nieren kaufen oder so. Ey, Vodafone Deal mit 180 Euro Cashback über Save It. Lol, die App von Dave. Das ist ja witzig. Das ist wirklich witzig. Das ist echt witzig. Vodafone ist nicht so gut. Okay, oh je. Okay. Ey, aber falls ihr euch trotzdem interessiert für Vodafone, dann wenn, dann über den Link von Dave. Den limitierten Vodafone Deal. Ist klar, ist klar. Toxischer Minimalismus. I wanted it to look like a Pinterest ad and I want. Holy shit, ne? Ihr habt einen richtigen Hass auf Vodafone. Ich hab's noch nie verwendet, aber. I wanted everything to match and it was just like so much more stressful for me trying to be like everybody else in the minimalist community. Wir bewegen uns immer weiter von diesem positiven Gedanken des bewussten Umgangs weg hin zu einer Welt, in der das Zurschaustellen eines Lifestyles im Vordergrund steht. Es reicht schon lange nicht mehr aus, nur auszusortieren und Ordnung zu halten. Nein, es muss alles im Einklang sein, um der Ästhetik zu entsprechen. So diese Monster. Ja, schon. Aber du kannst es auch mit mehr Farben machen. Pflanzenästhetik. Also wir haben damals, meine Freundin und ich, wir wollten damals unbedingt eine schwarze Küche haben. Das hat niemand. Das hat so gut wie niemand. Aber eine schwarze Küche, for real, das sieht so Bombe aus. Es sieht so unfassbar geil aus. Vor allem die Wohnung, generell relativ hell und so, weißt du, weiße Wände und bla 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 bla. Und dann halt eine schwarze Küchenfront und dann oben so ein weißes. Sieht aus wie so ein bisschen Marmor und sowas. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Nur es ist halt nervig, weil es ist eine Küche, die du halt öfter mal putzen musst. Genau, ist aber mehr Arbeit. Das ist das Ding. Also, wenn du dich für sowas entscheidest oder wenn du auf gewisse Sachen, wenn du gewisse Sachen haben musst für deine Ästhetik oder weil es halt cool ausschaut oder weil es einfach, keine Ahnung, irgendwie voll dein Ding ist oder sowas, dann musst du auch damit rechnen, dass du dann Abstriche machen musst. Aber who the fuck cares? Das sieht so fucking geil aus. So. Denn so wird uns der Minimalismus auf Social. Na, weil das sieht so bland aus. Weißt du, was ich meine? Da wird der Gordon Ramsay kommen. Where's the lamb so? Das sieht. Ach komm, es ist ein bisschen so leblos. Media auch. Eben verkauft. Minimalism was no longer about simplifying your life. It was becoming very much like Mixi. Widely known Mixi. As this aesthetic minimalism. It was how trendy and clean and bright and airy your home was. Part of the movement started to evolve into this aesthetic because this is what works on social media. Ja, sonderlich individuell sieht das zugegebenermaßen nicht aus. Vielmehr befindet man sich in so einer Vanilla-Version von 50 Shades of Grey, also 50 Shades of Beige. So wie bei Kim Kardashians 60. Das ist, was ist das? Das ist so mit Fell? Was ist das bitte? What the fuck? Das ist so eine Allee, wo du durchgehst, aber es sind tatsächlich Styroporbäume mit Watte dran gepickt, oder was? Was ist das? 50 Millionen Dollar Menschen, die für viele einfach sehr kühl, langweilig und sogar depressiv aussieht. Ey, aber das sieht actually wild aus. Das sieht wild aus. Wenn du da aufwachst, naja, es ist halt so eine Mischung zwischen Krankenhaus und Bunker. Aber irgendwie, also irgendwas hat. Alle Räume komplett in Beige und einer Lounging-Area bestehend aus original einer Couch und zwei. Na, Bruder, das ist Arztbesprechungszimmer. Zwei Sesseln, that's it. Und einem Teppich, der genau die gleiche Farbe wie der Boden hat. Und selbst die Weihnachtssocken mussten dran glauben. Denn eins muss man sagen, dieser Style sieht halt auch für viele einfach sehr wohlhabend aus. Der Inbegriff von Reichtum ist derzeit einfach eine sehr beige, cleane Ästhetik. Denn diese Ästhetik wird mit teuren und umweltfreundlichen Marken assoziiert, was eben auch ein Zeichen für Klasse sein kann. Und dieser Aufstieg in diesem Scan, die minimalistischen Look. Ich schwöre bei Gott, ich habe kurz gedacht, ich war schon mal in dieser Wohnung. Also ich kenne auch jemanden, schau, es ist generell, ich weiß nicht, wann das so angefangen hat. Ich glaube, früher hat man sich, ganz früher, wenn ich so denke an alte Fotos von dem Haus meiner Oma zum Beispiel, na, da hast du gehabt Fliesen im Badezimmer in unterschiedlichen Farben und knallrot und da drüben die Wand machen wir gelb und dann in der Küche rote Fliesen und dann dies und das und jenes und überall kreuz und quer und na, schlimm. Überhaupt nicht meins. Ist cool, wenn du es magst, aber ist überhaupt nicht meins, weil es einfach keiner Linie folgt, sondern es sieht einfach aus, als hättest du halt alles gefreestylt so. Es sieht aus, als wärst du jedes Mal in den Baumarkt gegangen und hättest vergessen, wie deine Wohnung aussieht. Und dann kommst du zurück und dann stellst du es einfach hin, weil, naja, jetzt hast du es auch schon gekauft. Sterne, ja, dankeschön. Oder Sterne.
oder wie auch immer. Dankeschön. Es sieht aus wie bei einer damaligen Sim-Skills. Ja, keine Ahnung, also es ist dann immer mehr so cleaner geworden und schlichter und so, aber ich mag halt, pass auf, weißt du, was richtig geil aussieht, was ich richtig geil finde? Cleane Elemente mit Holz, aber das ist auch ein bisschen zu ausgewaschen, dieses Holz, also so richtig Holz, Holz und Schwarz. Das sieht so geil aus. Imagine, du hättest jetzt zum Beispiel, machen wir die Couch, machen wir schwarz, den Tisch machen wir schwarz, den können wir so weiß lassen. Dann den Boden so ein bisschen dunkler und dann da hinten noch so ein, zwei Pflänzchen oder sowas, damit ein bisschen so Leben reinkommt. Und den da auch noch schwarz. Das wird viel besser aussehen. Es wird einfach viel mehr Dimension reinkommen und viel mehr Kontrast. Wisst ihr, was ich meine? Der Aufstieg von Influencer-Müttern und der Obsession nach einem... Genau, das Baby rauswerfen, weil das passt nicht zur Ästhetik. ...ästhetischen Zuhause, was wohlhabend aussieht, ja, führt ja zu einer... Sucht. Achso. Base Moms. Denn wenn man eins siehst du überall Staub, naja, über Kinder weiß, dann dass sie sich eher schwer in so einen orchestrierten Lifestyle einbauen lassen. Sie sind oft laut, unordentlich und interessieren sich eher wenig für kahle, beige Räume und Pastelltöne. Aber stellt euch jetzt mal so knallbuntes Spielzeug in so einem beigen Tempel des Minimalismus vor. Das geht nun wirklich nicht. Und ja, genau das werden sich wohl ein paar der Mütter da draußen gedacht haben. Deshalb gibt es immer mehr... When family gifts your baby toys ruining the sad beige baby aesthetic. Du nennst es Sad Beige Baby Aesthetic. Yo, mein Baby soll traurig aussehen. Spielzeuge und Einrichtungsgegenstände für Kinder. Das ist nicht mal das sind die ausgeblichensten Farben aller Zeiten. Kinder, die sich diesem beigen Lifestyle anpassen. Ich kann die kaum Mütter, einen Unterschied die nicht erkennen. Nur ihr Leben nach einem Pinterest-Post einrichten, sondern auch das ihrer Kinder, werden als Sad Beige Moms bezeichnet, also traurige beige Mütter. Und ja, nach so richtig viel Spaß sieht so ein Kinderzimmer nun wirklich nicht aus. Okay, wie viele Farben können wir erkennen? Ich sehe rot, weiß, braun. Rot. Ja, grün. Ja, ja, das ist auch wieder braun. Ja, okay, schwarz kann man dann auch noch nehmen. Okay. Und um genau diese beige Ästhetik auch einzuhalten, wird dann auch mal das bunte Plastikspielzeug mit einer Sprühfarbe eingefärbt. Das sieht nicht nur unfassbar traurig aus, das kann doch auch nicht gesund sein, wenn man bedenkt, dass Kinder irgendwie an alles rumnagen. Bro. Diese Beige Moms erinnern mich einfach an diesen Clown von den Powerpuff Girls, der alles schwarz-weiß macht und überall die Farbe aus den Sachen nimmt. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein trauriger Clown. Viele dieser Sad Beige Moms sind sich ihrer Außenwirkung aber auch ziemlich bewusst und spielen damit. Wisst ihr, was das Traurigste ist? Ich habe letztens gehört, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass Kinder, oder wenn du dich so an deine Kindheit zurückerinnerst, dann hast du Farben viel, viel krasser in Erinnerung, weil sich deine Augen mit der Zeit anpassen. Ne? Ich glaube, das ist so. Also ich glaube einfach mal diesem fremden Menschen, den ich da im Internet gehört habe, und ihr müsst es jetzt genauso machen. Weil, keine Ahnung, wenn ich so drüber nachdenke, so wie damals so die Bäume ausgesehen haben und der Himmel und sowas, Bruder, der war einfach knallblau, das war so ein richtig tiefes Blau und sowas. Und heute, weißt du, du schaust in den Himmel und irgendwie, keine Ahnung, an manchen Tagen gibt es ein schönes Blau, aber es ist eigentlich meistens so, weißt du, was ich meine? Und im Alter wird es dann noch schlimmer, so, Bruder, ich bin jetzt 25 und das ist so die Maximum Perception, die ich noch übrig habe von meiner Farbvariation und so. Und dann kommst du so als Kind auf die Welt, du bist gerade erst gespawnt und irgendwer sackt die ganze Farbe aus deinem Leben. Das ist halt so irgendwie, keine Ahnung. Vor allem, du kannst ja, wenn du ein Kind hast, dann kannst du ja einen Raum opfern. Dann kannst du sagen, okay, in einen Raum, da gebe ich dein ganzes Spielzeug rein, da gebe ich dein ganzes Ding rein und da hängen wir irgendwelche sonst was rein und sowas. Und du gibst ja auch extra viel Geld aus dafür, dass alles immer schlicht ist und sowas. Ich suche auch, manchmal gibt es die T-Shirts, die ich möchte, die gibt es nicht in der richtigen Farbe und dann zahle ich extra oder dann, keine Ahnung, muss ich irgendwo anders schauen, muss ich mir ein teureres kaufen oder sowas, weil es das nicht in meiner Farbe gibt. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß, ich unterbreche zu oft, aber das ist... Peach!
Ich kann durch das nicht. Diese Epidemie an Beige-Moms werden im Internet immer mehr Stimmen laut, die behaupten, dass diese trostlose beige Umgebung der Entwicklung der Kinder schadet. Und ich würde jetzt auch gerne auf diesen Zug aufspringen, weil sich das natürlich spannender im Video erzählen lässt. Aber laut mehrerer Experten ist das nicht der Fall. So sagt zum Beispiel eine Entwicklungspsychologin, die sich ausgiebig mit förderlichen Raumgestaltungen, vor allem in Kitas, auseinandersetzt, dass die Farbgestaltung des Kinderzimmers völlig egal ist. Zwar bevorzugen Babys zwar andere Farben als beige und grau, da sie stark gesättigte Farben wie rot und blau einfach besser sehen können, aber ha, ich wusste das Baby sei für sein Sehvermögen auch ausreichend mit unterschiedlichen Farben an anderen Orten ausgesetzt. Zum Beispiel sagt sie in anderen Räumen, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass Beige-Moms auf einmal in anderen Räumen bunte Zimmer haben, aber eben auch außerhalb der Wohnung. Ich stelle mir das gerade schwierig vor, wenn das Baby so im Winter in Berlin aufwächst, das ist auch nur grau. Und genauso ist das übrigens auch mit farbneutralen Spielzeug, also da kann ich ja doch eine Beige-Mom werden. Aber trotzdem fühlt es sich einfach falsch an, dass Kinder irgendwie Teil des Interieurs werden. Oder schlimmer noch, wenn du ja. Okay. Du als Influencer-Mutter deinem Kind Spielzeuge aufgrund der Ästhetik verweigerst. Denn klar, Leute, wenn es einen Schlag Mensch da draußen gibt, der es mit der Obsession von Ästhetik übertreibt, warum dann im natürlich Garten? Die. Warum im Garten, Bruder? Dein Garten ist bunt. Marie, dankeschön. Denn diese Obsession kann sogar Familien zerstören. So schreibt ein Mann in einem viralen Reddit-Post, dass er seine Frau mit 400.000 Instagram-Followern wegen ihrer Hyperfixierung auf diese Instagram-Ästhetik sogar verlassen hat. So schreibt er unter anderem, dass sie einen Streit begonnen hat, weil er einen Drink auf den Tisch abgestellt hat, als er die ersten Schritte seiner Babytochter sehen wollte. Und dann hat sie sich darüber aufgeregt, dass sie das jetzt aus dem Video schneiden muss und so. Oder er hat berichtet, wie seine Frau sich geweigert hat, ihrer Tochter Spielzeug zu kaufen, was nicht in die Ästhetik gepasst hat. Und es sogar so weit ging, dass ein Puppenhaus, was die Oma für die Tochter gekauft hat, weil sie es unbedingt haben wollte, dann wegen dieser falschen Ästhetik bei der Oma gelagert werden musste. Er hat sich gefühlt, als würde er in einem Museum. Der arme Mann, der hat alles richtig gemacht. Der hat alles richtig gemacht, diese Frau zu verlassen. Er hatet mich, ist es mir egal. Also ich meine, what the fuck? Im Leben, wo er nichts an. Es gibt auch andere Menschen, Du bist eine Person und du lebst mit deinem Mann und mit deinem Kind in dem Haus. Und beiden ist es egal, aber du verbietest ihnen nicht nur Farben, sondern auch ganze Sachen, weil sie halt nicht der Farbe entsprechend sind, weil du das so haben möchtest. Das ist extrem rücksichtslos. ...fassen darf und konnte nicht mal eine Deckenfestung mit seinem Kind bauen, ohne dass seine Frau ausgerastet ist, weil es sich dabei um dekorative Decken handelt, die oh sie auf eine Gott. Besondere Weise gefaltet oh hat. Mein Natürlich Gott. Ist es als Influencer wichtig, dass dein Zuhause ästhetisch aussieht, denn wenn dein ganzes Leben sozusagen deine Bücher... Das muss dann aber, ey, sei mir nicht böse, aber das muss dann irgendein Zwang oder sowas sein. Du darfst die Decke nicht verwenden, weil ich habe sie extra so gefaltet. Du kaufst dir diese Decke nur, um sie hinzulegen, damit es so aussieht, als könntest du sie verwenden. Aber du darfst sie nicht wirklich verwenden. Das ist crazy. Bühne ist, so ist dein Zuhause eben die Kulisse. Und ganz ehrlich, dahingehend kann ich die Influencer schon etwas verstehen. Meine Wohnung ist zwar klein, aber ich kann in allen Räumen so drehen, dass es irgendwie ästhetisch aussieht. Aber ich wohne auch alleine. Würde ich das bei meinen Kindern und deren Zimmern auch so machen? Denn auch wenn Experten sagen, dass diese Farblosigkeit kein Problem für die Entwicklung von Kindern ist, finde ich das schon irgendwie traurig. Da ist kein bunter Teppich mit Straßen drauf, wo man mit Autos spielen kann. Ihr wisst genau, ey, ich schwöre gerade, ey, das ist viel zu gerade und sowas, aber ich hatte den auch. Das ist ja voll langweilig, Bruder, was ist das für eine perfekt geplante City und sowas, da muss kreuz und quer gehen. Boah, bisteppert. Meine? Oder ein buntes Puppenhaus, meine knallpinken Barbie-Sachen damals, Playmobil oder verdammte Lego-Steine, Leute. Eben Dinge, mit denen... Boah, ich hatte eine riesige Ritterfestung. Boah, ich war voll auf so Ritter und sowas. Ich hatte eine riesengroße Festung. Das war so sick. Kinder gerne spielen und Spaß haben. Mann, was ist los? Gib den Kindern verdammte Farbe. Oder warum wollte Bubbles ihre Geschwister wieder anmalen und die Welt wieder bunt machen? Okay, ich muss aufhören mit diesem Powerpuff-Girl-Vergleich. Jedenfalls, ihnen Spielzeug aufgrund der Ästhetik zu verweigern, ist einfach nur traurig. Weil sie später eh in einer oberflächlichen Welt leben, wo alles entweder ästhetisch oder perfekt sein muss. Oder in einer tristen Welt, wo eh immer weniger Farben vorhanden sind.
entstanden sind. Ja, und immer mehr Tristan. Dass sie noch nicht mal als Kind eine Pause vom Perfektionismus haben, sich austoben, frei entfalten können, wo der Spaß und eben nicht die verdammten Looks eine Rolle spielen. Das ist wirklich einfach nur traurig. Also ja, an den Sad Beige Moms ist, je länger ich drüber nachdenke, wirklich etwas dran. Damn. Gott, Daisy, Alter, what the fuck ist mit dir? Gutes Video, bis zum Schluss, oder? Ja, wunderschön, wunderschön. Kurz den Jumpscare noch zum Aufwachen. Jetzt wollen wir das erledigt haben. Beige Moms, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Also du solltest auf jeden Fall Rücksicht nehmen auf andere Menschen, die halt auch im gleichen Space wohnen wie du, in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus, wie auch immer. Ich finde das cool, wenn du deine Wohnung so einrichtest, wie es dir gefällt, aber du solltest halt nicht dein Leben komplett danach richten, damit alles so aussieht, als würde es perfekt reinpassen, weil guess what, es wird ganz einfach nicht funktionieren, langfristig, außer du beschränkst dich halt darauf, dass du wirklich nur das kaufst, das machst, das trinkst, konsumierst, wie auch immer. Du darfst nur noch, was ist beige, Hafermilch trinken und sonst, und Wasser und graues, abgestandenes Wasser mit viel Staub drinnen. Also merkt euch das, ist gesund.